Hey, und da sind wir wieder, live aus unserer Twitch Week, und zwar heute vom dritten Tag. Wir schauen auf zwei sehr, sehr spannende Streamtage zurück. Erstmal herzlich willkommen, Ina, unsere Moderatorin. Schön, dass du Hallo. Wieder mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Ja, die ersten zwei Tage waren schon super spannend. Am Montag haben wir Leons Identität gezockt mit dem Entwickler Hans Böhme und haben, ja, Leons Verschwinden hinterfragt und geguckt, was das denn mit Radikalisierung zu tun hat. Ganz, ganz spannend. Und gestern sind wir abgetaucht mit Jens Isensee in Imagine Earth und haben einen fernen Planeten neu besiedelt. Zumindest versucht, ne? Genau, und haben da über Nachhaltigkeit gesprochen. Und ja, das ist so ein bisschen die Überleitung zu unserem übergeordneten Thema Politik und Games. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wir kommen dem Ganzen so in der Woche etwas näher. Ina, was war denn dein Highlight gestern Abend, bevor wir in das heutige Thema einsteigen? Also ich glaube, am meisten hat mich gestern Abend fasziniert, als der Entwickler Jens Isensee erzählt hat, wie lange sie schon an diesem Spiel arbeiten. Das sind nämlich wirklich gut und gerne 10 Jahre gewesen. Und es war eigentlich absolut faszinierend zu hören, wie er das auch begründet hat. Also im Grunde, dass das Team selber irgendwie überrascht ist davon, aber auch, was sie sozusagen daran hält. Also welches Thema oder dass es eben gerade das Thema ist, Klimawandel, Klimakatastrophe, dass sie wirklich 10 Jahre daran motiviert weiterarbeiten lässt. Also das ist extrem spannend zu sehen, wie das irgendwie trägt, ne, und funktioniert. Ja, und auch gar nicht an Aktualität verliert, genau, sondern quasi im Gegenteil, ne? Gewonnen hat. Also ja, ganz, ganz spannend. Heute spielen wir mit Jörg Friedrich, den ich hier ganz, ganz herzlich begrüße, im Through the Darkest of Times. Wir gehen in ein sehr dunkles Kapitel, in die Zeit des Nationalsozialismus zurück. Ich will noch gar nicht so viel dazu verraten oder vorwegnehmen. Wir haben heute ein etwas anderes Setting, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, denn Jörg ist uns hier quasi live zugeschaltet. Und einer unserer Stream-Experten, Chris, wird hier vor Ort The Darkest of Times zocken. Den darf ich jetzt hier gleich auf unserem Streaming-Sofa im Saftladen hier in Berlin begrüßen. Ja, und an euch da draußen, schreibt gerne wieder eure Fragen in den Twitch-Chat hier auf dem Twitch-Channel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wir werden die Fragen dann hier live beantworten. Also bleibt gerne mit dabei. Wir freuen uns auf den Stream heute Abend und ja, bleibt dabei. Ja, sehr schön. Während hier neben mir fliegender Wechsel ist, vielleicht noch mal ganz kurz was zu mir, wer bisher noch nicht dabei war bei den letzten beiden Abenden. Genau, mein Name ist Ina, ich bin vom Gameverband und dort für die deutsche Gamesbranche tätig in Sachen Finanzierung. Hallo Chris! Hi, sehr Ina. Schön. Na, bist du bereit? Ja, mal schauen, was mich heute erwartet. Bin echt gespannt. Geh da komplett unverhofft rein und lass mich komplett überraschen. Das ist sehr gut. So, lieber Jörg, ich freue mich ganz besonders natürlich auch auf dich, auf meinen heutigen Gast heute Abend. Und ich werde jetzt schon mal einleiten zu dir, wer du so bist. Also Jörg ist einer der Co-Founder und der Köpfe von Paint Bucket Games, die das Spiel Through the Darkest of Times kreiert haben. Und ich nehme mal schon weg die Lobhudelei. Also ihr habt wirklich sehr viele Preise gewonnen, wart mehrfach nominiert, das alles sehr zu Recht. Zum Beispiel in diesem Jahr habt ihr beim Deutschen Computerspielepreis 3 Nominierungen gehabt und habt auch einen Preis gewonnen, und zwar Bestes Serious Game des Jahres 2020. Insofern nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber ihr wart auch nominiert für das beste deutsche Spiel und das beste Familienspiel. Also da sieht man ja schon mal, was euer Spiel alles abdecken kann, welche Zielgruppen ihr alles erreichen könnt. Und ihr habt wirklich, das war ganz super spannend zu verfolgen, welchen Weg euer Spiel genommen hat. Ihr habt Artikel in der New York Times gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jetzt, überlasse ich doch mal das Feld dir, Jörg. Und ich würde mich freuen, wenn du dich vorstellst, vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang sagst, bevor wir dann direkt in das Spiel einsteigen und natürlich auch zu eurer Firma, zu eurer Company, weil du bist dann natürlich stellvertretend auch für ein Team heute da. So ist es. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Jörg Friedrich. Ich mache seit Anfang der Nullerjahre beruflich Spiele und habe das gemacht, was man wahrscheinlich so eine Karriere nennt. Also habe irgendwann mal angefangen als Praktikant und Level-Designer bei Spellbound, bei
an Desperados 2, das war das erste Spiel, an dem ich gearbeitet habe, professionell. Und dann, so meinen Weg gegangen durch die Industrie und an relativ großen Produktionen mitgearbeitet. Am Ende war ich bei Jiga und bei Sandbox Interactive als Design Director bzw. Creative Director und habe dann Spielen wie Spec Ops The Line oder Dead Island 2 mitgearbeitet. Und in der Zeit habe ich auch meinen Freund und Mitgründer, den Sebastian Schulz, kennengelernt. Wir haben zusammen bei Jiga gearbeitet, später bei Sandbox und haben uns dann 2016 entschieden, dass wir mal was Neues ausprobieren wollen. 2016 war so das Jahr, in dem die Brexit-Abstimmung stattfand und in dem Trump Präsident wurde und in dem der Anschlag auf den Breitscheidplatz geschah hier in Berlin. Und das waren alles so Ereignisse, die uns so besorgt gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal nicht mehr nur in Anführungszeichen Unterhaltungsspiele machen, sondern wir wollen mal versuchen, ob wir nicht unsere Haltung, wir sind also politische Menschen und haben immer schon viel diskutiert und Stellung bezogen zum Tagesgeschehen. Und das waren eben lauter Ereignisse, die uns sehr besorgt gemacht haben. Und wir haben überlegt, vielleicht können wir ja unser Handwerk und unsere Kunst, nämlich Computerspiele zu machen, in den Dienst oder in den Zweck stellen, jetzt auch auf diese aktuelle Lage vielleicht in irgendeiner Form oder in Form eines Computerspiels einzuwirken. So, das war unser großer Anspruch. Hm. Und das Thema Nationalsozialismus und das Thema Drittes Reich war sowas, wo wir fanden, das ist so ein bisschen unterrepräsentiert in Games oder eben, wenn, dann nur meistens nur mit Fokus auf den Zweiten Weltkrieg dargestellt. Und wir dachten, das ist eine Lücke. Also nicht einfach nur eine Marktlücke, sondern es ist tatsächlich eine kulturelle Lücke. Das ist was, wo Games noch eine Bringschuld haben im Vergleich zu anderen Medien. Wenn man sich anguckt im Film oder in den Büchern, was es da alles gibt, dann gibt es da bei Games eben noch nicht so viel. Und das war so das, was uns getriggert hat, Through the Darkest of Times zu machen. Ja. Damit sehr schön, los. Vielen Dank. Dann würde ich doch direkt sagen, Chris, starten wir das Ganze. Das Spiel schon mal starten, auf alle Fälle. Wir wollen ja nicht nur über Spiele reden, sondern tatsächlich auch das Spiel für euch spielen. Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten. So, genau, das ist der Start. Wir finden uns hier schon am Alexanderplatz in Berlin. Wer es vielleicht wieder erkennt. Ja, dann starten wir ein neues Spiel. Und wenn ihr den Sound ganz kurz ausschränkt im Spiel. So, Jörg, hallo, hörst du mich ja, ne? Ja. Genau, jetzt haben wir zwei Varianten. Einmal Widerstand. Erzähl mal bitte. Genau, also Widerstand ist ein bisschen schwieriger. Das ist der Schwierigkeitsgrad, in dem man auch nur ein Speicherstand hat, insbesondere. Also man jede Entscheidung zählt. Ich kann nicht zurückgehen und mich nochmal umentscheiden. Und bei Erzählung gibt es für jeden
Gibt es für jede Woche einen neuen Speicherstand. Ich kann also auch mal ein paar Runden zurückgehen, ein paar Wochen zurückgehen, Entscheidung nochmal anders treffen. Ich würde denken, für unseren heutigen Abend ist es wahrscheinlich sinnvoller, Erzählungen zu nehmen. Da ist auch der Schwierigkeitsgrad insgesamt ein bisschen niedriger. Das heißt, Schwierigkeitsgrad niedriger bedeutet, man wird nicht ganz so leicht erwischt. Es gibt nicht ganz so schnell Streit in der Gruppe. Die Konflikte und Krisen brechen etwas später aus oder nicht ganz so heftig wie bei Widerstand. So. Genau, so grundsätzlich ist ja eigentlich die erste Aufgabe des Spielers, wir stellen jetzt uns das Team zusammen. Ne? Also das Team, die eigene Widerstandsgruppe. So, Ina, und du darfst entscheiden. Ich darf entscheiden. Ja, würfel doch nochmal. Peter Grenzig. Ein katholischer Konservativer. Ach klar, komm, den tüten wir mal ein. Möchtest du ihn noch ein bisschen? Guck mal, du kannst ihn noch verändern. Tatsache. Mach ihn vielleicht nochmal einen anderen Bart. Kein Bart oder mehr? Mehr Bart. Mehr Bart. Nee, Bart, eins tiefer. Nee, genau, ist richtig Bart. Mädchen. Ja. Ja, den Vollbart. Den Vollbart. So, noch was? Was verbirgt sich hinter Merkmalen? Hier haben wir Pflaster, Brillen. Genau, und Brille und sowas. Hm? Sommersprossen. Oh. Nehmen wir. Ein sehr markantes Merkmal. Okay. Noch was oder passt es? Passt. Peter Grenzig. Das sieht jetzt gar nicht mehr so aus, als ob er 38 wäre, aber. Okay. Sehr gut. Los Peter geht's. Macht eine Ansage. Genau, hier steht es auch schon. Das Spiel beginnt ja tatsächlich von der Zeitachse mit der Machtergreifung von Hitler 1933. Genau. Genau, also es beginnt sozusagen in der Nacht zuvor. Es ist jetzt du und zwei deiner Freunde sitzen zusammen und beschließen jetzt wirklich, okay, es reicht jetzt, das geht jetzt schief, wir müssen was tun. Die sehen sozusagen voraus, die Ereignisse, die da jetzt kommen werden oder ahnen, befürchten sie und beschließen jetzt, aktiv zu werden und irgendwie irgendwas dagegen zu tun. Hier sieht man auch schon ganzen Zeitungsberichte. Genau. Also vielleicht mal kurz zur Struktur des Spiels. Also das Spiel läuft in Runden ab. Also wie bei so einem Brettspiel kommt immer eine neue Runde. Und am Anfang von einer Runde kommt eben immer so ein Zeitungsartikel oder mehrere Zeitungsartikel zu den aktuellen Ereignissen in dieser Woche. Denn jede Runde entspricht einer historischen Woche. Und wir beginnen jetzt eben in der Woche vom 1. Februar. Hitler ist gerade zum Kanzler ernannt worden. Und ihr sitzt zusammen im Hinterzimmer einer Kneipe. Am Anfang ging das ja noch. Habt euch da getroffen und diskutiert jetzt, wie und was ihr da machen sollt. Genau, und da lernen wir auch schon sozusagen die von der KI uns zugeteilten, ja, unsere Mitglieder kennen, ne? Also Julius Müller und Valentin Sievert. Wie würdest du reagieren? Tja, ich würde fragen, wie reagieren wir darauf? An die Gruppe. Okay. Eine spektakuläre Aktion. Ja, was fehlt noch? Genau, es müssen uns mehr Menschen unterstützen. Mehr Unterstützer bin ich auch für. So. Was denkst du? Sind wir die Vorsichtigen oder die Kämpferischen? Die Kämpferischen. Natürlich. Vorne rein.
Was ist momentan am wichtigsten? Jetzt zur Zeit? Oder sprechen wir... im Spiel. Im Spiel. Jetzt wird da schon nach der persönlichen Meinung, glaube ich, schon so ein bisschen abgetastet, ne? Es geht dann schon... Ja, auf alle Fälle wird jetzt klar, ne, wo wir stehen. Gut, damals war es ja zu der Zeit noch nicht klar, was alles passieren wird. Also klar, das, was ansteht, war dementsprechend klar, aber man wusste ja noch nicht genau, was anfangs der Zeit. Aber uns ist schon klar, was das so, sag ich mal, bedeuten wird, ne? Das Unheil droht. Also ja. Was hältst du davon, wenn wir sagen, okay, wir haben zwar gerade gesagt, wir sind schon kämpferisch und so voller Tatendrang, aber vielleicht erstmal... Die Menschen aufzuklären? Erstmal nochmal einen Gang zurückschalten. Würde ich auch sagen. Und unseren Enthusiasmus. Gut, jetzt sind wir in dem Part. Ich würde gerne mal, ehrlich gesagt, kennenlernen, wer sich denn hier hinter Julius und Valentin verbirgt. Genau. Geht einfach mal in die Stadt, Stadtkarte, dann habt ihr unten... Auch schon, also in die Aktionplan klicken jetzt. Genau, in das Aktionplan. Okay. Da sieht man dann so ein bisschen genauer die Mitglieder auch, wenn du mit der Maus auf die drauf hoverst. Also einmal kannst du die so anklicken, dann sagen die auch was. So. Ja. Das entspricht immer so ein bisschen ihrer Einstellung auch, was sie sagen, und der aktuellen Situation. Und dann hast du halt diese Karten, ne? Wie so eine Karteikarte, die dann hochkommt. Und das sind eben, genau, also kann man mal sehen, das ist jetzt hier, du bist der katholische Arbeitslose, genau, und darunter sind deine Werte. Genau. Wie in so einem Rollenspiel hast du eben so Werte, Geheimhaltung, Empathie, Propaganda. Nochmal auf uns zurück, genau. Jetzt habe ich draufgeklickt, so. Ja. Also, die anderen kann ich jetzt nicht spielen. Ich spiele quasi auf jeden Fall den einen Charakter jetzt. Das bist sozusagen du. Und das drückt sich halt so aus, dass in diesen Erzählsequenzen, ne, also in diesen Text-Adventure-Sequenzen, ist immer alles erzählt aus deiner Perspektive. Aus der Perspektive von Peter. Und aber deine Mitglieder sind natürlich wichtig. Also die sind halt immer dabei und das sind halt die, die brauchst du auch, damit du Aktionen machen kannst. Und deren Geschichte bekommst du auch so ein bisschen mit, aber du erzählst halt immer, du erlebst halt alles jetzt aus der Perspektive von Peter. So. Genau, und die haben halt verschiedene Eigenschaften, die haben einen Beruf. Das hat manchmal eine Bedeutung, je nachdem, was die machen können oder wen die kennen. Dann haben die Charaktereigenschaften. Und dann haben die immer noch so ein Perk, nennt sich das. Also jetzt zum Beispiel der Julius ist ein Hedonist. Das führt halt auch immer wieder zu so verschiedenen Situationen. Also keine Ahnung, da hast du jemanden, der ist diszipliniert und eben den Hedonisten. Und dann kriegen die eventuell Streit, weil, ne, weil Julius sagt so, ey, lass uns doch mal wieder eine Party feiern. Und während ein disziplinierter Charakter sagt, nein, nix, wir machen hier jetzt Widerstand und Party ist im Moment nicht. Du siehst, die Zeiten sind schwierig. Das war halt sowas, was wir abbilden wollten, weil wir eben zeigen wollten, dass, also klar, es ist alles ein Game und so und es hat auch alles im Game Relevanz, aber wir wollten eben auch diese Geschichten dieser zivilen Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen erzählen. Und das waren eben ganz normale Leute. Das waren halt keine Soldaten. Das waren nicht Leute, die jetzt 24/7 Widerstand geleistet haben. Die waren oft waren die auch gar nicht so besonders politisch. Ne, was man heute mal denkt, dass man sagt so, ja, das waren die Kommunisten oder das waren die total überzeugten Katholiken. So, gab es natürlich auch, aber ganz oft waren es auch so Leute, die erst sich so stark politisiert haben, als die Nazis an der Macht waren und dann gesagt haben, oh shit, also das geht jetzt wirklich in eine Richtung, da müssen wir handeln, wir können nicht mehr schweigen. Und das wollten wir halt abbilden und deswegen gibt es diese Eigenschaften auch und die kommen dann immer wieder in so Mikrogeschichten zum Tragen. Du hast jetzt gerade schon dir die Aktionen ausgesucht, also diese Punkte auf der Stadtkarte, die farbigen. Das sind mögliche Aktionen für deine Gruppe. Du kannst halt
jedes Mitglied eine Aktion zu weisen. Im Moment hast du 3 Mitglieder, du kannst 3 Aktionen machen. So, hence, am besten schickst du jetzt mal jeweils ein Mitglied auf eine Aktion. Am Anfang, also so, es wird dir mal angezeigt, welches Mitglied gut machen kann und welches nicht so gut. Aber am Anfang, Spoiler, passiert nicht so furchtbar viel. Also du kannst ruhig einfach mal Leute zuweisen, auch wenn es jetzt nicht perfekt passt am Anfang. Aber ich sehe schon, sobald ich da jemanden reinziehe, das schlägt mir schon vor, wer da am besten passt. Genau. Okay. Ah, den Valentin da rein. Valentin geht Spenden sammeln. Jetzt. Und mit Arbeitersprechern, das übernehmen wir dann, unser Peter. So, Vorbereitung, naja. Packt das schon irgendwie. Genau, vollstes Vertrauen. Jetzt haben wir quasi eine Aktion zugewiesen. Wie geht's weiter, Jörg? Erzähl. Ich glaube übrigens, ich höre gerade Ina nicht mehr, ich bin nicht sicher, aber genau, und jetzt kannst du die Runde beenden. Jetzt haben alle was zu tun, jetzt gehst du auf den Kalender und beendest die Runde und dann wird das Ergebnis bekommst du das Ergebnis deiner Aktionen und siehst, wie die Sachen ausgehen. Okay, geht es immer wöchentlich, die Aktion? Also immer, wenn ich auf den Kalender klicke, immer wöchentlich oder geht es auch mal monatlich voran? Es geht immer eine Woche. Also es geht immer eine Runde weiter und jede Runde entspricht einer Woche. Ah, okay. Also unser Peter war relativ erfolgreich. Der Valentin auch. Der hat 11 Mark gesammelt und plus 2 Moral für die Gruppe. Und der Julius hat 3 Unterstützer gefunden. Sehr gut. So, und jetzt kann ich mir quasi 9 Unterstützer aussuchen, oder sind die alle 3 neu? Genau, das sind die Gruppenmitglieder, das ist ein bisschen was anderes als die Unterstützer. Die Gruppenmitglieder kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Social Media. Die Gruppenmitglieder, das sind die Leute, mit denen du tatsächlich interagierst, die kommen in deine Gruppe, die machen dann mit bei den Aktionen. Okay. Da kannst du dir jetzt eine aussuchen, oder einen, genau. Und die Mitglieder, das sind so ein bisschen wie die Follower. Ne, können dich unterstützen, die helfen dir auch mal, aber die sind jetzt nicht direkt in der Gruppe dabei. Okay, dann nehme ich mal die Witwe. Weil wir haben noch keine Frau bei uns drin. Ja, das stimmt. Chris, sehr gut. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Anarchistin, ne? Die, ich glaube, der Rest der Gruppe ist überwiegend katholisch. Ja. Jetzt kann man sagen, das kann zu Spannungen führen innerhalb der Gruppe, aber gleichzeitig ist es halt auch gut, eine diverse Gruppe zu haben, weil das einem wiederum erlaubt, dass man zu unterschiedlichen Menschen Zugang bekommt. So, also sehen wir aber gleich nochmal. Genau, und das ist jetzt so eine Szene, die passiert oft zwischen den Runden. Und das sind so Ereignisse, die mir, also meiner Figur, zustoßen. Das sind sozusagen historische Ereignisse oder auch persönliche Ereignisse, die ich alleine erlebe, jetzt unabhängig von der Gruppe. Also in dem Moment bist du jetzt auf dem Alexanderplatz unterwegs und siehst jetzt da eine Gruppe, die jemanden belästigt und kannst dich jetzt entscheiden, was du tust.
So, es kann jetzt natürlich sein, wenn ich jetzt auf die Gruppe zufahre, dass die sagen, alles klar, dann hast du jetzt auch ein Problem. Oder ja. Drumherum fahren. Ina. Ich würde vorschlagen, wir suchen jetzt erstmal noch nicht den Konflikt. Noch nicht. Um die Gruppe bitte herumradeln. Und lieber Jörg, wir haben schon eine erste Frage im Chat. Und zwar fragt Moritz der Super, wo kann man das Spiel denn bekommen? Überall, wo es Spiele gibt. Sehr also gut. Es gibt es mittlerweile für PC und Mac kann man das auf Steam kaufen oder auf Good Old Games. Man bekommt es fürs Handy im Play Store oder im iOS Store. Man bekommt es für die PlayStation, für die Switch oder für die Xbox. Okay, ja. Also dann wir stellen fest, tatsächlich überall, für jede Plattform, PC, Konsolen, mobile Geräte, Tablets ist ja wahrscheinlich, also ist ja genau das Gleiche. Ja, genau, Tablets geht dann natürlich auch dabei, ja. Super. So, also ist gar nicht so schlecht gelaufen, aber naja, hätte auch besser. Warum ist mein wöchentlicher Verlust jetzt auf minus 10? Habe ich mich in einer Sache falsch entschieden jetzt? Insgesamt minus 1. Jörg. Nee, du hast dich nicht falsch entschieden. Das ist die Moral ist. Ist so ein Sammelwert, der im Prinzip ausdrückt, wie motiviert und die Stimmung in der Gruppe? Wie überzeugt ist man noch, das weiterzumachen. Und die geht ständig runter. Also den wöchentlichen Verlust von minus 10 habe ich ständig. Genau, weil die Situation immer schlimmer wird. Ne? Und was wir damit abbilden wollten, war, Entschuldigung, ich muss mal kurz die Kopfhörer absetzen, weil ich selber so doll höre, dass mich das ganz arg irritiert. Also was wir damit abbilden wollten, war, dass halt diese zivilen Gruppen unter einem wahnsinnigen Druck standen. Ne? Stell dir vor, du bist halt ganz normaler Mensch, Familienpapa, Familienmama, hast einen Job und plötzlich machst du was, was illegal ist. Moment, ich muss mal kurz hier. Und das ist. Und das belastet dich halt so sehr, dass eben die Moral immer sinkt. Und die einzige Form, die Moral hochzuhalten oder sogar dazu zu bekommen, ist, indem man erfolgreiche Widerstandsaktionen macht. Oder eben auch mal zwischendrin was anderes macht. Keine Ahnung, wenn das positiv passiert. Also wenn ein Mitglied eine heiratet oder eine Feier macht oder so, dann geht die auch wieder etwas hoch. Aber generell drückt die immer weiter runter und die Moral ist auch so ein Spielwert. Wenn die Moral auf Null ist, dann löst sich die Gruppe auf. Weil was ganz häufig passiert ist, dass diese Gruppen gar nicht erwischt wurden unbedingt und jetzt alle verhaftet wurden, umgebracht wurden, sondern dass gerade am Anfang irgendwann diese Gruppen häufig einfach aufgegeben haben, weil ihnen das zu viel wurde und sich dann ins Private zurückgezogen haben. Und dazu dient auch dieser Moralwert. Jörg, du hast ja auch erzählt, ihr wolltet ja eigentlich, eure Motivation war ja auch gerade diesen zivilen Widerstand eben aufzuzeigen. Ne? Wie du meintest, sozusagen jetzt hier nicht Soldaten und die großen Kriegshelden, sondern der ganz normale Bürger, die ganz normale Bürgerin. Und das hast du ja gerade schon ganz gut beschrieben. Ne? Also die hatten sozusagen noch alle ein Leben und Familie oder Jobs. Und da eben eine Truppe beisammen zu halten, das soll ja genau dieses Spiel sicherlich auch darstellen und wiedergeben. Genau. Wie du so schon sagst, ne? So diese Motivation, diese übergeordnete Allgemeinsituation wird halt immer bedrängter. So, mal schauen, ob die Ruth eventuell besser ist. Mitgliedern rekrutieren.
Der Julius hat es gut gemacht. Einmal bei mir, Julius. Und Jörg, ich kann auch mehrere quasi für eine Aktion planen. Bringt es am Anfang noch was oder erst später im Spiel? Also wenn du das anguckst, wenn du jetzt mehrere Leute reinziehst, dann siehst du, dass der Vorbereitungswert in der Regel ein bisschen hochgeht, ne? Weil klar, mehrere Leute können mehr machen. Häufig ist es dann aber so, dass auch das Risiko steigt, weil eben mehr Leute vielleicht auch mehr auffallen. Das ist so das, womit du rumspielen kannst. Dann gibt es außerdem auf der rechten Seite ein Inventar. Da hast du Gegenstände, unter anderem hast du da zum Beispiel Informationen. Die kann man mitnehmen. Auch das erhöht die Chance, dass meine Aktion erfolgreich verläuft. Allerdings ist bei den meisten Sachen so, dass ich die nur einmal verwenden kann. Also die wertvollen Informationen, klar, wenn ich die einmal geteilt habe, dann sind die eben nicht mehr wertvoll, weil dann habe ich sie geteilt. Fahrrad kann ich aber immer mitnehmen. Und das Fahrrad und mehrmals. Und das Fahrrad führt dazu, dass ich das Risiko so ein bisschen vermindere. Also bei Aktionen, die so ein bisschen gefährlicher sind, macht es Sinn, das Fahrrad mitzunehmen, weil man dann besser abhauen kann. Klassisches Fluchtfahrzeug. Genau. Ja, ich würde auch sagen, Papier kaufen auf alle Fälle, damit wir demnächst wahrscheinlich Flugblätter drucken können. Und Jörg, sag vielleicht nochmal was. Wir sehen ja immer wieder hier diese Karte von Berlin und da sind ja so einzelne Bezirke herausgepickt. Hat das eine Bewandtnis? Waren es vielleicht ja besonders in der Historie besonders spannende Bezirke? Ist da was Besonderes passiert? Da sollte ich jetzt ja sagen, ne? Aber ehrlich gesagt ist das aus dem Spiel heraus gewachsen. Also die Bezirke haben tatsächlich auch im Spiel eine Relevanz. Also ich kann sozusagen, ich schalte mir nach und nach die Bezirke. Also es funktioniert so, dass ich halt in den Bezirken Leute kennenlerne. Und je mehr Leute ich in einem Bezirk kenne, also je mehr Unterstützer und Unterstützerinnen ich in einem Bezirk habe, desto mehr kann ich da machen. Deswegen, desto mehr Aktionen poppen da auf. Und die Bezirke, je nachdem, welcher Bezirk das ist, sind das unterschiedliche Unterstützer. Also in Kreuzberg sind es halt überwiegend Arbeiter zum Beispiel. Das heißt, und auch mehr Linke. So, da schicke ich dann eher die Sozialdemokraten hin. Und in Wilmersdorf habe ich vielleicht eher eine christlich-konservative Community und dann schicke ich eben jemand hin, der dazu passt, so der der da vielleicht auch schon Connections hat. Und insofern verändert sich das. Teilweise gibt es auch historische Ereignisse, die es tatsächlich dann dort gab, die dann in dem jeweiligen Bezirk spielen. Wir werden auch gleich so eins erleben. Aber ansonsten haben wir ehrlich gesagt auch schon eine frühe Gebietsreform gemacht, weil Berlin einfach zu viele Bezirke hatte für unser Game. Das heißt, wir haben die dann auch eingedampft und zusammengelegt. Kreuzberg und Friedrichshain und Neukölln sind bereits zusammengelegt, weil das ansonsten einfach zu viele Bezirke gewesen wären. So. Chris, du darfst hier einfach alleine Entscheidungen treffen. Ja, du bist auch gleich wieder dran. Nee, ich würde mich nämlich gerne mit Dirk unterhalten. Was ja relativ schnell hier ins Auge fällt an eurem Spiel, ist die ganz besondere Grafik, der ganz besondere visuelle Stil. Also man sieht es hier, ich finde gerade, er sieht sehr wie so eine Art Holzschnitt aus. Da würde ich sehr gerne viel mehr dazu erfahren. Ja. Also das ist der, man sieht ihn übrigens nicht so gut, weil jetzt gerade Ina und weil jetzt gerade das Fenster vom Gesicht ist in Twitch. Okay. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Aber ansonsten ist es genau, der Grafikstil hat sich der Sebastian ausgedacht am Anfang und wir haben eben überlegt, was für einen Grafikstil wählen wir denn? Wir sind nur zu zweit, also am Anfang haben wir das Spiel wirklich zu zweit gemacht. Wir können also nicht 3D-Fotorealismus machen und das wollten wir auch nicht. Wir mussten auf jeden Fall irgendwas Stilisiertes, irgendwas Abstraktes machen. Und wir fanden jetzt das, was es da
was da so üblich war zu dem Zeitpunkt, fanden wir nicht so richtig passend für das Thema. Und Sebastian hat sich dann mit den deutschen Expressionisten, also mit den modernen Künstlern der 20er Jahre auseinandergesetzt. Also Kollwitz, Dix, John Hartfield, solche Leute. Und fand, dass das aus mehreren Gründen ein sehr passender Artstil wäre. Erstens passt das mit der Zeit. Also es war eben Ende der 20er, Anfang der 30er ein hochmoderner Stil. Diese holzschnittartigen und dieses grobe und überzeichnete. Und zweitens waren das eben alles Künstler, die dann unter den Nazis verboten wurden. Und das ist eben auch so ein wichtiger Aspekt von dem Widerstand, dass der ganz oft auch kulturelle Gründe hatten. Also das waren einfach Leute, ganz oft waren die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer Leute, die cool waren. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die haben irgendwie, die haben moderne Musik gehört, die mochten moderne Kunst, die mochten moderne Literatur, die mochten Berlin, wie es zu der Zeit war. Und was man da alles machen konnte. Und das alles wurde ihnen genommen. Und auch das war ein Grund, dagegen zu rebellieren und zu sagen, wir gehen jetzt in den Widerstand, weil die uns alles nehmen, was uns wichtig ist. So. Und wir wollten deswegen einen Grafikstil haben, den die Nazis verboten hätten und der unseren Protagonisten gefallen hätte. Und das war dann dieser Stil. Okay. Also hier habe ich jetzt gerade alle Möglichkeiten durchgeklickt und mir mal angehört, was sie zu sagen haben, egal was man, die sind komplett von denen leider überzeugt, also da kann man auch genau das Gespräch. Also das ist so ein kleines Ereignis, das passiert jetzt, weil wir einen christlichen Charakter spielen und jetzt treffen wir auf ein Paar, das in derselben Gemeinde ist wie man selber. Und man wird zum Kaffee eingeladen und unterhält sich mit denen und stellt eben fest, das sind überzeugte Nazis mittlerweile. Und man kann sie ein bisschen herausfordern und sagen, wie sie das denn verbinden mit ihrer christlichen Überzeugung. Aber man stellt eben fest, dass sie das doch ganz gut verbinden können und sich da auch nicht von abbringen lassen, genau. Und das ist halt auch sowas, was einem immer wieder passiert. Das war eben auch was uns wichtig war, zu zeigen, dass jetzt das nicht die Norm war, dass Leute im Widerstand waren. Im Gegenteil. Also es waren, glaube ich, irgendwas, zwei, die ich da ehrlich gesehen habe, also weit unter 1%, die tatsächlich Widerstand geleistet haben. Im Gegensatz, wenn man aber heute Leute fragt, dann hat praktisch jeder Onkel, Oma, Opa gehabt, die irgendwie im Widerstand waren. Das entsprach nicht der Realität, sondern die meisten Leute waren überzeugt, haben mitgemacht und das ist eben, was das Spiel auch erzählt, ist, dass man in einem Umfeld ist, das begeistert ist auch von dieser neuen Entwicklung und da inbrünstig mitmacht und man eigentlich, oder man ist de facto Außenseiter. Das geht halt immer so weiter. Ne? Die Nachbarn, Chef, Kollegen, Gemeinde, vielleicht auch Parteimitglieder, die mehr und mehr dieser neuen Sache anschließen und die ursprünglichen Bedenken über Bord werfen und das eigentlich auch ganz okay finden, was da gerade passiert. Das hilft ja ganz genau, dass man als Spieler oder eben Spielerin genau dieses Dilemma nachempfindet, ne, dieser Zeit. Also, wo ich, sage ich mal, behaupten würde, hier spielt ja auch das Medium Spiel so dann wirklich auch seine ganzen Stärken aus, ne? So einfach diesen Perspektivwechsel, dass man das wirklich sozusagen hier hautnah erlebt, wie es ist. So ganz viele sind begeistert und wie schwer es ist, sozusagen dabei seine Haltung zu bleiben und auch noch andere Mitstreiter zu finden oder überhaupt sie aufzufinden, ne? Wo sind sie? Mit hier damals ganz harter Straßenarbeit und Akquise mit jedem zu sprechen. So, dann nehmen wir mal die Anna dazu. Läuft nicht rosig. Wieder -4. Aber gut. Ich weiß nicht, Jörg, du würdest wahrscheinlich sagen, so war's halt, ne? Was heißt, läuft nicht rosig? So wir machen halt. Einfach, also, wir machen weiter, Chris. Okay. Genau, ihr macht weiter. Augen zu und durch. Gut, jetzt haben wir schon 5.
gucken wir mal. Obwohl, wir können mal Zeitung lesen. Komme ich da wieder zurück? Nee, wie komme ich? Ja, auf die Zeitung. Ja, aber jetzt zurück. Jetzt bin ich schon auf dem Stadtplan quasi. Wie komme ich jetzt eins zurück? Auf den Hauptquartier. Das ist dieses kleine Haus in der Mitte. Ah, okay. Genau. Ah. Nee, neben. Ja, ja, habe ich. Unter dem grünen. Ja. Genau, wir sind jetzt drauf. Genau, und das entspricht ja auch immer, da ist ja die Zeitachse des Spiels, hangelt sich ja an den wahren Gegebenheiten fest. Ihr habt mal gesagt, dass sozusagen, oder dass man eben Erinnerung, das ist ja immer sehr vielfältig und vielleicht gibt es gar nicht sozusagen eine vollständige Version der Geschichte. Was meint ihr denn damit? Also sozusagen, die Fakten sind ja klar, ne? Aber wie funktioniert so Erinnerung? Ja. Meiner Meinung nach. Also wir waren ja nicht dabei. Mhm. Keiner, also die meisten von uns waren nicht dabei und selbst die, die dabei waren, haben ja nur bestimmte Sachen wahrgenommen. Und man lernt der Geschichte nicht nur aus der Schule und selbst die Version, die man in der Schule lernt, ist eben die Version, die man in der Schule lernt. Also wir lernen Geschichte durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern auch, durch das, was uns andere Leute erzählen und eben auch durch das, was wir aus Medien erfahren, aus Büchern, die wir lesen, aus Filmen, die wir gucken. Das prägt unser Geschichtsbild, unsere Vorstellung von, wie das damals war. Und das war eben auch was, wo wir dachten, wenn jetzt in Games, weil sie so diesen Anspruch haben oder diesen Anstrich, dass man denkt, Games müssten immer unterhalten und die könnten nicht sich mal ein ernstes Thema vornehmen. Wenn deswegen in Games diese Geschichte nicht vorkommt, dann zeichnen diese Games eben ein Bild von der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ohne den Nationalsozialismus vollständig zu erzählen, in dem bestimmte Sachen ausgelassen werden, in dem vielleicht sogar der Holocaust ausgelassen wird. Und das, denke ich, ist problematisch. Ich denke, dass wir als Games eben auch unseren Beitrag zur Erinnerungskultur leisten müssen. Nicht, weil wir Leute erziehen wollen oder so, sondern weil es einfach dazu beiträgt, das Geschichtsbild für die Überlebenden und für die nachfolgenden Generationen zu zeichnen. Und das heißt, meiner Meinung nach, wenn ich ein Game mache über diese Zeit, dann muss ich es so vollständig wie möglich erzählen. Dann sollte ich nicht Sachen komplett auslassen, dann muss ich mir eben überlegen, wie erzähle ich diese Dinge, die so essentiell sind, wie beispielsweise ja der Völkermord oder die Kriegsverbrechen der Nazis, wenn ich über den Zweiten Weltkrieg erzähle. Genau, hier werden gerade die Ergebnisse geliefert, ne, von deinen Aktionen. Genau, ich habe jetzt einfach mal alle meine Mitglieder quasi auf zwei Aktionen verteilt. Einmal die Damen zum Spendensammeln und die Herren zum Rekrutieren von Mitgliedern. Okay. Also Spendensammeln war relativ erfolgreich, aber wieder das Gesamtergebnis, naja, bin mal optimistisch, das wird noch. Aber ich war gerade so scharf auf das Geld sammeln, weil ich glaube, wir bräuchten, um Flyer zu drucken, ein paar Taler. Deswegen schaue ich jetzt mal gleich auf die Karte. Obwohl, jetzt haben wir wieder eine kleine Sequenz. Oha, was passiert denn hier? Hier wird schon offensichtlich Zwietracht gesät in der Gruppe. Ja, die Route ist... Wie warst du denn zufrieden bisher mit Ruth? Hat sie die ist relativ neu. Die war noch nicht so lange dabei. Also, gerade mal eine Woche. Ja, das ist... ja, das ist kann die eben erste passieren. Moralische jetzt, Frage. Jetzt grade, ne? Genau, jetzt gerade streiten sich Leute in der Gruppe. Eine kommt an und sagt hier, die Ruth, deren politische Einstellung gefällt mir nicht und die passt nicht dazu und die sollte die Gruppe wieder verlassen. Die schadet uns nur. Und das ist halt auch sowas, was eben auch relativ unbekannt ist, aber tatsächlich eben historisch begründet ist. Viele dieser Gruppen waren sehr divers.
Also das, ich sage das eingangs schon, also die waren oft gar nicht so homogen, wie man das heute denkt. Dass man sagt, so, das war irgendwie, das war die sozialdemokratische Widerstand oder das war der katholische Widerstand. Sondern ganz oft waren das eben Freunde und Verwandte, die sich auch kannten und vertraut haben, weil sie Freunde und Verwandte waren. Und die ganz unterschiedliche Ideen hatten, was denn nach den Nazis sein sollte. Die konnten sich darauf einigen, dass sie gesagt haben, okay, das ist so schlimm, wir müssen da was dagegen machen. Aber was genau hinterher passieren sollte, dass darüber herrscht oft Uneinigkeit und auch Streit. Also diese Gruppen haben zum Teil sich sehr gefetzt und eben auch sind zum Teil auch getrennt und auch, ja, also bis hin zum Verrat. Ne? Weil, ja, die Vorstellungen unterschiedlich waren. Und das versuchten wir halt auch in diesem Kammerspiel immer in diesem Treffen abzubilden. Also ich bin dafür, dass beide noch bleiben sollen. Ich bin hier noch nicht dafür, dass wir hier schon die Gruppe spalten. Bin ich auch. Ich bin eigentlich so jemand, der mal so versucht, den Streit zu schlichten. Dann versuch das doch mal. Oh. Jörg, du erzählst ja schon ganz viel. Du hast ja, also nicht nur du, sondern in diesem Spiel sozusagen wird super viel Hintergrundwissen präsentiert. Wie habt ihr denn auch den Inhalt eigentlich erarbeitet von dem Spiel? Hattet ihr ganz viel Unterstützung von Experten? Wer hat euch denn da auch unterstützt, all diese, wie du ja schon sagst, also ich finde, das sind teilweise Sachen, die liest man eben nicht im Schulbuch über die Zeit. Also wir haben uns das meiste echt selber erarbeitet. Ja. Einmal ist es ja heute so, dass man glücklicherweise durch das Internet einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Wir haben sehr viel gelesen, waren in Museen. Genau, das ist halt das andere. Wir sitzen halt in Berlin. Wir machen ein Spiel über den Berliner Widerstand und das ist in Berlin relativ, da gibt es in Berlin relativ viele Anlaufstellen. Es gibt das Haus des Widerstands, es gibt die Gedenkstätten Platz am See, es gibt die Gedenkstätten der Gestapo-Gedenkstätte die haben wir alle abgeklappert. Wir haben uns dann auch mit Angehörigen von Widerstandskämpfern getroffen. Also zum Beispiel die Frau, die Filmaufnahmen spricht, heißt Nora Hespers, ist eine Journalistin, die auch einen Blog betreibt über ihren Großvater, der ein Widerstandskämpfer war. Und dieser Blog war zum Beispiel auch, oder dieser Podcast war auch eine riesen Quelle, weil wir immer nach diesen persönlichen Schicksalen auch gesucht haben, nach diesen persönlichen Erlebnissen. Und ich hatte immer interessiert, was treibt diese Leute an? Was motiviert die weiterzumachen? Also das muss ja einfach so ein irrer Druck gewesen sein. Und es war so aussichtslos auch irgendwo zu sagen, ich als einzelner Mensch versuche jetzt hier gegen so einen ganzen Apparat, gegen so einen ganzen Staat mich aufzulehnen. Es war ja nicht wie heute, man konnte ja nicht über Social Media gucken, die Facebook-Gruppe Widerstand, sondern es gab, man war ja irgendwie alleine und musste sich verstecken. Und das waren so die Sachen, die mich interessiert haben. Dann haben wir haben Tagebücher gelesen, Interviews gelesen und dann haben wir hatten also nicht keine dedizierte Historikerin im Team, aber wir haben dann eben am Ende, als wir das meist zusammengetragen haben, dann immer wieder auch Historiker und Historikerinnen das Spiel spielen lassen und haben sozusagen so einen Sanity-Check. Okay, kann man das so machen? Ist das okay, wenn man das so erzählt? Oder ist das jetzt irgendwie ganz falsch oder ganz schlimm? Ja. Mein Peter wurde verhaftet. Ui. Tja, mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja sogar unser Hauptcharakter. Habe ich jetzt schon... Ich bin gespannt. Das ist jetzt erstmal eine Zwischenepisode. Ja. Das Schicksal von unserer Spielfigur. Ja. Genau, wir nehmen uns mal kurz wieder Zeit fürs Spiel. Also das ist jetzt gerade die Situation,
wo, tja, der Reichstag in Brand gesteckt wurde. Und man stellt sich vor, der steht in der Nacht in Flammen und es lodert. Und jetzt, genau, stehen wir davor und fragen uns, was ist hier los, was ist hier passiert? Ich würde gern zum Reichstag laufen. Ich wäre jetzt mal alleine? Mutig. Alleine? Ja, ich glaube, ich wäre... Willst du es lieber in der Gruppe machen? Dann machen wir es in der Gruppe. Nee, wir machen jetzt alleine zum Reichstag laufen. Jetzt haben wir es. Okay. Also vielleicht in dem Moment auch nochmal die Frage in die Community. Wenn ihr Anmerkungen habt und Fragen oder uns hier eventuell sogar mit Entscheidungen treffen helft, dann macht das gerne. Möchtest du weiter der Menge anschauen, oder? Die Menge anschauen, ja. Ja, warum nicht? Also diese kleine aggressive Witzfigur ist natürlich, damit ist Hitler gemeint. Und das Feuer trägt seine Handschrift, aber von mir haben sie das nicht. Also da merkt man schon, wie sie eingestellt ist. Geht's auf alle Fälle auch auf den Bezug, den Jörg ganz natürlich zu Eingang gesagt hat, ne? Als wir über den visuellen Stil gesprochen haben. Die Musik, alles was modern war, wurde nach und nach verboten. Das war ja auch, ich weiß gar nicht, man hört es jetzt im Hintergrund, aber das war ganz auf alle Fälle im Trailer am Anfang zu hören. Für den Soundtrack habt ihr euch natürlich auch Gedanken gemacht, ne? Was steckt da dahinter für Musik? Genau, das war ein ähnlicher Anspruch wie bei der Grafik. Also wir haben überlegt, was hätten denn unsere Widerstandskämpfer gerne für Musik gehört. Und was eben die moderne Art der Musik damals war, war Swing in der Zeit, auch in Berlin. Es gab ganz viele Clubs schon. Und das war auch die Musik, die dann von den Nazis verboten wurde. Und dann haben wir uns eine Berliner Swing-Band gesucht, die historischen Swing spielt, und haben die Stücke einspielen lassen. Teilweise sind das Sachen aus ihrem Repertoire einfach, also Stücke von damals. Und teilweise haben wir dann auch eben eigene Stücke beziehungsweise Adaptionen von jüdischen Widerstandsliedern oder der kleine Trompeter und noch ein paar andere so klassische deutsche Stücke einspielen lassen von einer Swingband, weil wir dann fanden, dass wir gerne diesen Sound einfach homogen halten wollten. Weil das Problem war so ein bisschen, wir hatten am Anfang eben diesen Swing, yeah, und der irgendwann wird das so tragisch und schlimm, dass das nicht mehr passt. Und dann dafür sind dann diese anderen Stücke So, Chris hat derweil weitergespielt und wir haben es ja vorhin schon gesehen. Der Peter wurde verhaftet. Unser Charakter wurde verhaftet. Tja. Und er wurde hier einfach durch die Stadt gefahren, kreuz und quer, von der SS eingekascht. Tja. Wie steht's um unsere innere Festigkeit? Wagen wir uns noch Fragen zu stellen oder sagen wir, okay, wir gehorchen hier lieber? Ich glaube, dadurch, dass ich ja schon verhaftet wurde, mache ich mich eventuell ein bisschen... Es wäre zu auffällig, jetzt nochmal Fragen zu stellen. Ich würde erstmal seinen Befehlen befolgen, um nicht irgendwie Aufsehen zu erregen. Okay. So, und jetzt erfährt man hier tatsächlich das Schicksal, wie es vielen ergangen ist. Oh Mann.
Komm, wir versuchen es mal. Wir bitten um einen Anwalt. Ja, okay. Grüßen ihn höflich. Oh. Wer ist er denn? Ja. Komm, ahnungslos. Würde ich jetzt auch spontan sagen. Man muss sich nicht selbst belasten. Nee. Zu keiner Zeit. Was heißt auch belasten? Mein Gott. Genau, also das ist eben jetzt eine Situation, in der die Nazis zwar die Regierung stellen in einer Koalition, aber eigentlich ist Deutschland noch ein ganz normaler demokratischer Staat, ne, mit Gewaltenteilung und man hat das Recht auf einen Anwalt und es ist alles eigentlich, also es kippt eben gerade, ne, und deswegen ist auch diese Situation so, dass man sagt, Moment mal, ich brauche hier einen Anwalt, was soll das alles, sie sind gar kein Polizist, wer sind sie überhaupt, warum dürfen sie mich überhören? Ja. Und also das war auch so eine Vorstellung, die beim Entwickeln, wo uns dann aufgefallen ist, wie furchtbar das sein muss. Ne? Wenn du eigentlich denkst, dein Staat funktioniert noch und er hat bestimmte, das gibt bestimmte Sachen, auf die du baust, und plötzlich kippt das alles und da sind auf Deutsch gesagt irgendwelche Verbrecher in der Polizeistation, die da Befugnisse haben. Das ist, ja. Also. Ja. Jörg, wir haben eine Frage aus dem Chat. Ja. Und zwar fragt Soldier in 1896, gab es denn Schwierigkeiten, die Nazi-Symbole einzubauen oder ist das rechtlich egal? Na, das ist ehrlich gesagt, natürlich war das ein Riesenthema, nicht wahr, als ihr angefangen habt, das Spiel zu entwickeln. Ja. Ja, also es war bis vor 2 Jahren... war es so, dass man, wenn man verfassungsfeindliche Symbole in einem Spiel hatte, dass man keine Jugendfreigabe bekam von der USK. Wenn man in Deutschland ein Computerspiel vertreiben will, öffentlich bewerben will, ausstellen will, wie auch immer, dann braucht man eine Jugendfreigabe von der USK. Mhm. Und wenn man die nicht hat, dann kann man ist das Spiel nicht verboten, aber man kann es sozusagen nur unter Ladentheke handeln, wie Porno oder so. Und bis vor 2 Jahren war es so, dass man wenn man ein verfassungsfeindliches Symbol, sprich zum Beispiel ein Hakenkreuz, in dem Spiel hat, völlig Kontext, völlig egal, dann bekam man keine Altersfreigabe von der USK und dann konnte man das Spiel de facto nicht vertreiben. Und das wussten wir, weil das war eben was schon lange so gewesen ist. Und wir dachten, als wir anfingen, wir machen das ganz einfach, wir lassen die Hakenkreuze einfach weg. Deswegen sieht man das auch so, dass der SA-Mann, der hatte so eine rote Armbinde mit einem weißen Kreuz, und da ist einfach nichts drin. Und das fanden wir eine gute Lösung, weil wir wollten uns nichts Alternatives ausdenken. Und wir dachten, die Leute verstehen eh, was gemeint ist. Und wir mussten dann feststellen, dass das eben nicht reicht, einfach das Hakenkreuz wegzulassen, sondern dass auch so Sachen wie der Hitlergruß ein verfassungsfeindliches Symbol ist und dass wir auch mit, ja, also alleine dadurch, dass irgendein Nazi im Spiel den Hintergruß macht, wären wir eben unter diese Bedingung gefallen, dass wir ein verfassungsfeindliches Symbol im Spiel haben und keine Altersfreigabe bekommen. Und dann hat damals der Game-Verband glücklicherweise sich schon dafür eingesetzt, dass diese Bedingungen geändert werden und dass eben Spiele wie unseres die verfassungsfeindliche Symbole in einem Kontext benutzen, dass die geprüft werden und eine Altersfreigabe bekommen. Und das war erfolgreich, um es abzukürzen, das war erfolgreich
Und unsere Demo für die Gamescom 2018 war das erste Spiel, das davon partizipiert hat damals. Also wir waren dann auf der Gamescom 2018, haben eine Altersfreigabe ab 12 bekommen, trotz Hakenkreuz und Hitler groß und so weiter. Ja. Yeah. Und das war ein sehr glücklicher Zufall oder eine glückliche Fügung für uns, so möchte ich das sagen. Ja. Yeah. Also das war tatsächlich bedeutsam, du sagst es auch gerade, ne? Also eigentlich ist noch gar nicht so lange her, erst 2018. Und ja, ich sag mal, übergeordnet war es für das Medium Games einfach auch der große Schritt, ja, ich sag jetzt mal, ernst genommen zu werden, ne? Also weil, was lag dahinter, so die Entscheidung, Games, das ist sozusagen so Kinderquatsch, die können gar nicht mit so einem Thema quasi ernsthaft und verantwortungsvoll umgehen. Deswegen trauen wir diesem Medium nicht zu, dass man mit diesen Symbolen arbeitet, ne? Aber wir kennen es ja aus Büchern, wir kennen es aus Filmen natürlich, sage ich mal, fast rauf und runter, dass diese Symbole, wenn sie auch eben verfassungsfeindlich sind, ja in diesem Kontext dann eben doch gezeigt werden können. Und das war tatsächlich auch eine Errungenschaft, zu sagen, dass Games sehr wohl ein ernstzunehmendes Medium sind, ein Medium nicht mehr für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen und ja quasi insbesondere sehr wichtig ist, wie du es ja schon betont hast, ne, Verantwortung tragen. Ja, weil viele Kinder und Jugendliche natürlich vielleicht auch mehr mit Games aufwachsen mittlerweile als vielleicht mit Dokumentarfilmen aus der Zeit und dieses Thema einfach mit behandelt werden muss. Ja, also insofern war das tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt für die Games. Ja, absolut. Und da wollte ich, genau, was ja ganz wichtig ist, wie du es schon gesagt hast, welche Altersfreigabe hat denn das Spiel? Es ist ab 12. Ab 12. Genau, es ist freigegeben ab 12 Jahre. Auch die Vollversion. Genau, das heißt, ihr könnt es ja, oder das Spiel kann auf alle Fälle ja auch im Unterricht eingesetzt werden und in Schulen. Was sind denn eure Erfahrungen damit? Passiert es schon? Oder ich meine, das Spiel ist ja schon eine Weile draußen. Also ja, wir waren schon während der Entwicklung ein paar Mal eingeladen von Lehrern und Lehrerinnen, so im Rahmen von Projekttagen meistens. Da sind wir dann vorbeigekommen und haben dann das Spiel mitgebracht und die Schüler durften das spielen und fanden es dann auch gut. Dann hat man es hinterher diskutiert. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut. Also es gibt immer wieder so Leute, gucken auch von außen drauf und sagen so, oh, was ist so viel Lesen und das, wenn die das nicht wirklich interessiert. Aber es funktioniert dann, wenn die selber spielen, doch wirklich gut so. Also zumal die Texte ja auch immer dadurch, dass sie interaktiv sind und so hoch und runter so runterscrollen wie bei so einem Twitter-Feed. Funktioniert das. Du meinst, es ist die Analogie sozusagen. Das ja, und auch das ist die wie soll ich sagen, das ist die Menge an Text und die Art, wie ich sie aufnehme. Ne? Also das ist so ein bisschen was anderes als jetzt ein Buch. So, dadurch hält es, glaube ich, eher dabei. Mhm. Also ich bin ja kein Pädagoge. Ne? Ich kann ja immer nur, ich gucke immer nur als Game Designer drauf und gucke so, wie funktioniert das Spiel und reißt das mit und so. Und das funktioniert auf alle Fälle. Und die diskutieren das dann auch sehr hinterher. Also ich denke, dass es gut ist, wenn es eine Einordnung gibt nochmal. Sei es, dass sie dann mit den Lehrern auch nochmal drüber sprechen, oder dass sie sich selber belesen. Weil 12 ist natürlich schon relativ jung. Mhm. Ich kenne auch Leute, wo die Eltern das mit ihren Kindern gespielt haben, zum Beispiel zusammen. Okay. Um dann so aktuelle Ereignisse zu reflektieren und das auch nochmal einzuordnen. Ja. Wie erreicht denn euch das Feedback so auf welchen Wegen? Also es ist ja wirklich irgendwie auch besonders schön zu hören, dass Eltern das zusammen mit ihren Kindern spielen. War das noch auf den Messen? Kriegst du E-Mails? Ist das da im Kommentarbereich? Ja, also alles davon. Also wir kriegen Kommentare auf Social Media, aber wir kriegen auch öfter mal auf Mails. Eine der schönsten Mails, die ich bekommen habe, war von einem Mann, Jahrgang 1976, der gesagt hat, er hat das Spiel gerade mit seiner Mutter gespielt, Jahrgang 1931, zusammen. Ich war total mitgerissen und konnte sich eben auch an die Sachen erinnern und fand das alles plausibel und gut, und er würde es jetzt mit seinen Kindern spielen. Ach. Das nächste. Wow, das ist wirklich eine besondere Geschichte.
Vor allen Dingen Jahrgang 1931. Ja. Das ist ja vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch, das ist ja immer wieder das Thema, ne, um was es bei euch geht, irgendwie Geschichte wachzuhalten, zu erinnern. Denn jetzt, sterben ja sozusagen die Zeitzeugen. Ja. Bald alle weg. Genau, also das ist auch sowas, wo wir immer wieder Anfragen bekommen haben. Also ich habe das Spiel, ich war zweimal in Österreich, in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, auf so einem Ereignis und habe da das Spiel gezeigt, also mit die erwachsenen Version, weil da kamen eben ganz viele Leute aus der Erinnerungskultur zusammen, Betreiber und Betreiberinnen von Gedenkstätten und Museen, und die großes Interesse an Games als Träger dieser Andenken haben, weil sie sagen, weil sie genau das sagen, was du gerade eben meintest, dass sie in sterben die Augenzeugen weg und damit ein ganz wichtiger wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Das können Games natürlich nicht ersetzen. Das Games sind wieder anders als das Gespräch mit Augenzeugen. Aber Games können, glaube ich, einen eigenen Beitrag dazu leisten, nämlich dieses, dass ich mich frage, was hätte ich getan? Mhm. Wie hätte ich gehandelt? Und das dann tatsächlich durchlebe und dann auch so ein bisschen hinterher reflektiere, was habe ich denn da eigentlich gerade gemacht? Mhm. War das okay, war das nicht okay? Würde ich denn in Wirklichkeit so handeln? Würde ich mich das in Wirklichkeit trauen? Mhm. Ich habe mich das zum Beispiel ganz oft gefragt, während ich das Spiel entwickelt habe und während ich wenn ich es dann eben selber gespielt habe und ich mich dann mit diesen ganzen Erlebnissen von Widerstandskämpfern auseinandergesetzt habe, wo ich mich gefragt habe, boah, das ist so mutig und es ist so gefährlich und muss so ein Druck gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich das selber gemacht hätte, also ob ich mich das getraut hätte. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was für tolle Zuschriften ihr bekommt und wie viel Unterstützung und Interesse ihr erfahrt. Und wir haben nämlich eine ganz interessante Frage jetzt im Chat, wo gefragt wird, gab es denn auch Widerstand gegen euer Game? Also so etwas wie ein Shitstorm. Also ja, deutliche Kritik. Ja, also das bleibt nicht aus. Also Kritik würde ich nicht... Also das meiste waren tatsächlich eher so klassische Shitstorms im Sinne von, es wird halt beschimpft oder es gab die meisten Anfeindungen sind antisemitisch, kann man sagen. Also es ist ganz viel, kommt aus der Ecke Holocaustleugnung und eben ja antisemitische Geschichten. Wir haben das große Glück, dass wir einen Publisher haben, der Handy Games, die viel von diesem Teil uns abgenommen haben. Also wie zum Beispiel unsere Steam-Seite. Steam ist so der, kann man sagen, der Hauptshop für PC-Spiele, wo man eben die Spiele vertreibt. Aber da sind eben auch Communities angeschlossen, Foren und so weiter. Und das meiste an diesen Shitstorms, die haben dort stattgefunden. Und das war eben was Handy Games dann betreut hat und von uns ferngehalten hat und moderiert hat. Und da waren wir echt auch total froh drüber, weil das ist nicht schön. So. Also ich habe es dann immer wieder auf der Facebook-Seite, gab es dann auch immer wieder so Aktionen. Es war dann meistens so, hat man das Gefühl gehabt, sie haben sich irgendwie abgesprochen. Oder entweder es war einer, der sich ganz viel Mühe gegeben hat, oder es waren eben ein ganzes Rudel, das dann mal kurz zusammenkam. Und dann löscht und blockt man die alle. Und das ist einfach, also... Ja, es ist belastend und es ist einfach auch zeitaufwendig, ne? Man muss dann diese Kanäle immer sauber halten. Aber es war jetzt so alles so. Also es ist in dem Moment belastend, wenn man sowas liest und denkt, die Leute gibt's, aber dass es diese Leute gibt, wusste ich auch schon vorher, sonst hätten wir das Spiel nicht gemacht. Das war ja auch mit Grund. Und ja, ich denke, wenn das die Kritik ist, dann kann ich damit leben. So. Ja. Also bei uns hat sich jetzt
die Ruth verabschiedet. Okay. Ich musste mich entscheiden, sie ist schwanger. Ah. Ob sie noch weiterhin... Sie ziehen lassen. Ich habe sie ziehen lassen. Kann ich nicht verantworten. Also wenn ihr dann was zustößt oder sie dann verhaftet wird, dann habe ich auch ein Problem mit meinem Gewissen. Deswegen habe ich sie ziehen lassen. Aber die Stimmung ist trotzdem gestiegen, weil ja der Valentin gegen die Ruth ja war. Und okay. Der freut sich natürlich jetzt, dass er weg ist. Also... Naja, da haben wir ja Glück, dass sie von alleine ziehen wollte. Und sage mal, man sieht da unten links neben den unseren Charakteren die roten Punkte. Heißt das, da denen geht's schon nicht mehr so gut? Nee, das ist der Verfolgungsgrad wohl, habe ich vorhin gesehen. Aha. Und da wäre meine Frage an Jörg, verschwindet der von allein nach einer gewissen Zeit? Sollte ich sie jetzt weniger einsetzen oder wie schaut's da aus? Genau, da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt ihn gar nicht ein, dann sinkt er langsam. Also Verfolgungsgrad bedeutet, wie viel weiß die Polizei von dir oder wie viel glaubst du, weiß die Polizei von dir? Das ist auch nochmal ein bisschen, es ist nicht 100% akkurat, aber es ist schon ein wichtiger Indikator. Und er sinkt einmal, wenn die nicht eingesetzt werden. Und dann gibt es aber auch eine Aktion, die jetzt neu dazugekommen ist, wo die untertauchen können für eine bestimmte gewisse Zeit. Und dann sinkt der auch. Okay, aber hier ist die Gefahr relativ gering, denn werde ich mal weitermachen mit dir. Und wir können ja jemanden Neues rekrutieren. Machen beide mal mit. Jörg, wir haben an den letzten zwei Abenden habe ich mich auch immer mit den jeweiligen Entwicklern unterhalten, wie lange denn das auch dauert, so ein Spiel zu machen. Und wir haben tatsächlich in den letzten Abenden, würde ich mal fast sagen, so ein bisschen die Extreme kennengelernt. Also Leons Identität wurde tatsächlich innerhalb eines Dreivierteljahres fertiggestellt, also unter einem Jahr. Und Imagine Earth, das fing alles als Studentenprojekt an und ja, wird mittlerweile seit 10 Jahren entwickelt. Wo befindet ihr euch denn in dieser Skala und wie lange dauert es denn eigentlich, sage ich mal, so ein Spiel, wie wir es hier sehen, fertigzustellen und zu entwickeln? Ja, wir sind so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Wir haben etwas über 3 Jahre gebraucht. Also ich habe Ende 2016 bin ich mit so einem PowerPoint, wo ich im Prinzip dieses Spiel skizziert habe, zu Sebastian und habe ihm das gezeigt und habe gesagt, hier, ich brauche einen Grafiker. Hast du Lust? Und da hatte er schon Lust, aber hatte noch lange keine Zeit. Dann saß ich erstmal Anfang 2017 alleine im Saftladen und habe so vor mich hin programmiert und geschrieben und gebastelt. Und Sachen ausprobiert und so. Und rausgekommen ist es ja dann, die erste Version für PC und Mac kam raus Ende Januar dieses Jahr, 30.01.2020. Und jetzt im August haben wir die Konsolenversion rausgebracht und dazwischen irgendwann Mobile Handy Games. Also ja, so gute 3 Jahre. Ne? Ja, ich würde fast sagen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Mittelwert, ne? Also. Ja. Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie viel Geld, ne? Wie konnte man das finanzieren, wie viel Geld hat man zur Verfügung, kann man daran Vollzeit arbeiten und vor allen Dingen, wie viele Leute kann man bezahlen, die da mit einem mithelfen. Insofern, ja, erzählt uns doch vielleicht gerne auch etwas dazu. Also wie groß ist euer Team oder vielleicht wie habt ihr angefangen, ist es dann gewachsen und wer hat euch denn da so finanziell unterstützt? Ja, genau, also... am Anfang saß ich dann mehr oder weniger alleine. Sebastian hat noch woanders einen Vollzeitjob gehabt. Ich habe als Dozent gearbeitet, habe dann immer so die Zeit zwischendrin ins Projekt gesteckt, also Wochenenden und ein, zwei Tage die Woche ging das am Anfang. Und sozusagen mit den Dozenturen habe ich meine Miete bezahlt. Und dann haben wir, also Sebastian und ich, das dem Medienboard Berlin-Brandenburg gepitcht, das Konzept vorgestellt und hatten dann das Glück, dass wir einen Zuschlag bekamen, damals eine Förderung über 70.000 Euro. Und das war dann so genug, dass wir gesagt haben, okay,
damit wagen wir es jetzt. Also Sebastian hat seinen Job bei Sandbox gekündigt, den er bis dato noch hatte. Und gesagt, so, wir gründen jetzt eine Firma und ja, wir probieren das jetzt. So, und haben dann zu zweit angefangen, aber es war irgendwie klar, also das 70.000 Euro hätte nicht gereicht, um das ganze Ding zu machen. Wir hätten eben irgendwie zwischendrin noch was anderes arbeiten müssen und das eben über einen langen Zeitraum irgendwie wursteln müssen. Mhm. So. Und hatten dann das große Glück, dass uns ein Publisher angesprochen hat, also die Traumstory, passiert ja sonst nie, die über das Spiel gehört hatten, das war Handy Games, yeah, und gesagt haben, wir wollen das gerne, finden das total spannend, wir wollen das gerne vertreiben. Und das war dann der Moment, wo es so richtig losgehen konnte dann. Also weil dann, ja, also die haben uns mit Mitteln ausgestattet, die eben uns erlaubt haben, wir konnten noch Leute dazu einstellen, wir wussten, okay, wir können jetzt einen realistischen Schedule machen, das Ding wirklich von Anfang bis Ende fertig produzieren. Am Anfang hatten wir auch noch die Idee, dass es Early Access rauskommen soll, erstmal das erste Kapitel und dann Sachen nachschieben. Und das war dann alles nicht mehr notwendig, weil Handy Games gesagt haben, wir finanzieren das. Sie haben auch dann die Lokalisierung übernommen, also das Spiel wurde in 7 Sprachen übersetzt, okay, darunter Chinesisch und Japanisch auch und eben weltweit vertrieben auch, ne, und auch noch auf andere Plattformen überführt. Das ist ja wirklich spannend. Also auf Chinesisch und Japanisch, kriegt ihr das mit? Was ist denn, wenn da Feedback kommt? Also ich hoffe, du hast irgendwie einen Translator, den du dann anschmeißen kannst, aber wie nehmen die die das denn auf? Also aus China habe ich tatsächlich nichts gehört, ja, bis jetzt. In Japan waren wir gerade für einen Preis nominiert, okay, und waren auch in verschiedenen Zeitschriften. Wir sind jetzt, Japan kam ein bisschen verzögert, PC ist schon länger raus, aber PC ist nicht so der Markt in Japan. Wir sind jetzt gerade auf der Switch erschienen in Japan. Aha. Also das ist relativ wenig, was wir davon hören. Wir haben einen Journalisten, der uns sehr mag und immer wieder über uns schreibt in japanischen Magazinen. In Japan. Aber ich weiß nicht so richtig, wie sonst die Resonanz ist. Ah ja, okay, ist ja schade. Mhm. Ach, vielleicht wird es noch ein bisschen ausgearbeitet. Und sag mal noch mal ganz kurz, wie viele seid ihr jetzt im Team? Ich weiß nicht, hattest du das gerade schon erzählt? Wir sind jetzt inzwischen zu siebt. Also okay, für Dark Times haben wir mit einem Team von 5 beendet. Das ist jetzt, außer Sebastian und mir sind das noch die, also 5 im Kernteam, also Vivian macht noch Grafik, die hat die Charaktere zum Beispiel gemacht. JT hat programmiert und Jona kam am Ende, der hat auch programmiert. Jonathan Witt und JD Verbeek. Und genau. Und dann gab es noch die Musik und den Sound hat Almut Schwacke gemacht. Also das ist eine freischaffende Sounddesignerin, die auch im Saftladen sitzt. Mhm. Und also neben mir hat auch noch Andrew Nolan geschrieben. So, also es waren dann auch ein Team von 7 insgesamt, die so dran gearbeitet haben. Also das war nämlich immer wieder Thema, auch in den letzten Abenden, wo auch gefragt wurde aus der Community, also hier auch nochmal der Aufruf an unsere Zuschauer, gerne nochmal uns Fragen reinzuschicken, weil wir so langsam jetzt in die letzte Runde kommen, genau, wo wir gerne nochmal auf Fragen aufnehmen. Ja, sozusagen, ne, wie wir, also wer sind denn eigentlich, darum soll es ja auch gehen, wer sind denn eigentlich die Macher hinter den Spielen? Wie wird das gemacht? Wie lange dauert es, ne? Da haben wir viele keine Vorstellung, beziehungsweise haben wir auch kennengelernt, naja, das ist eben irgendwie auch tatsächlich sehr unterschiedlich, ne? Es gibt ja auch gerade im Saftladen-Kollektiv, kannst du vielleicht auch gerne ein bisschen was zu erzählen? Immerhin sind wir ja hier zu Gast im Saftladen. Chris und ich sitzen ja hier auf dieser Loriot-artigen Couch im Saftladen und streamen für euch. Genau, also man kann ja von sogar alleine mit den modernen Technologien ins Spiel machen, bis hin eben natürlich zu großen, sag ich mal, Mainstream-AAA-Games, wo hunderte von Menschen dran arbeiten. Und ich sag mal so, ist ja so ein bisschen fast eigentlich so ein typischer
Indie-Entwickler-Werdegang, ne, den wir hier oft irgendwie beschreiben und den sicherlich auch ihr gegangen seid. Also von erstmal sozusagen eine Idee ausprobieren, vorstellen, kleines Team und dann, ja, so, sozusagen, wenn es auf eine gute Resonanz trifft, von, sag ich mal, von der Spieler-Community als auch von Finanziers, dann kann man eben wachsen. Genau, und ich habe es gerade schon erwähnt, erzähl uns doch mal vielleicht, was ist denn das Besondere hier am Saftladen-Kollektiv und was heißt überhaupt Kollektiv? Ja, also der Saftladen ist erstmal ein Gemeinschaftsbüro, also wir sitzen und arbeiten zusammen an derselben Location, mhm. im Moment noch am Cottbuser Tor und sind inzwischen 50, etwas mehr sogar als 50 Entwicklerinnen und Entwickler und verschiedene Firmen und wir haben alle was mit Games zu tun. Mehr oder weniger kann man sagen. Es machen nicht alle Games, aber alle haben was mit Games zu tun. Und wir sind aber mehr als so ein reines Coworking-Space. Ich vergleiche es immer mit so Airbnb. Wenn ein normaler Coworking-Space Airbnb ist, ich habe da ein Zimmer und bezahle da Geld und sage zwar mal Hallo, aber das war es ansonsten, ist der Saftladen wie eine WG. Also wir machen was zusammen, wir kennen uns, wir schätzen uns auch und geben uns gegenseitig Feedback, unterstützen uns auch so, wenn es jetzt irgendwie um Marketing geht oder um auch eben darum, wie man zum Beispiel Förderungen bekommt und so und helfen uns einfach gegenseitig aus, sind aber trotzdem eben meistens ja, auf unterschiedliche Projekte verteilt oder unterschiedliche Firmen auch verteilt. So. Wir haben wieder eine Frage im Chat bekommen und zwar, Jörg, welche Tipps kannst du denn jungen Entwicklern mitgeben, die gerade eben noch am Anfang sind und noch alleine mit ihrer Idee dastehen? Was sollten denn da so die nächsten Schritte sein? Einfach mal anfangen. Wenn man was hat, also erstmal ist es halt wichtig als Entwickler, dass man entwickelt. So, Ideen alleine reicht nicht, sondern man muss halt schon auch ein Spiel bauen, irgendwie. Und das ist ja heute auch nicht mehr so schwer. Also die Hürden sind die Einstiegshürden sind niedriger denn je. Es gibt Tutorials, es gibt die Engines sind kostenlos. Und ich würde sagen, einfach, wenn man das möchte, wenn man Bock hat, dann einfach mal anfangen und sich durchbeißen. Und dann, also es ist ja alles doof jetzt mit Corona, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dann an Online-Game-Jams zum Beispiel teilzunehmen, wo man dann sein Spiel auch mal zeigen kann, wo man Feedback bekommt, weil das ist total wichtig ist, dass man so früh wie möglich Feedback einsammelt für sein Game. Und wo dann vielleicht auch die Erkenntnis reicht, entweder was man daran verbessern kann, möchte oder muss, oder aber auch, dass vielleicht die Idee gar nicht so gut ist und man vielleicht eine andere Idee verfolgen sollte. Aber erstmal, also ich sage immer, meinen Studentinnen und Studenten, sage ich immer, Games machen ist ein Handwerk. Zu 95%. Zu 5% ist es Talent und Eingebung und Genie und zu 95% ist es einfach Handwerk, das heißt, ich muss es machen, es wird am Anfang nicht so gut sein, und dann muss ich es nochmal machen und weitermachen und nochmal machen und je länger ich es nochmal mache, desto besser werde ich darin. So. Ja, und ich glaube gerade, wie du es schon erwähnt hast, ne, so Game Jams, das ist wirklich was sehr typisch ist für die Games-Branche, ne? Dass man eben auch, sag ich mal, einfach mal in kurzer Zeit einfach Ideen hat und die binnen kürzester Zeit, ne? Meistens laufen die vielleicht irgendwie übers Wochenende, da einfach mal was entwickelt und das sozusagen schon mal so erstmal spielerisch umsetzt, um zu gucken, wie es funktioniert. Und auch einfach sozusagen irgendwie so mit ein bisschen Spaß dabei und nicht tatsächlich immer gleich mit diesem Business-Gedanken dahinter, sondern dass ich eben auch so aus spielerischen Umgebungen, vielleicht mal mit weniger Druck auch was entwickeln kann und vielleicht eine Idee irgendwie hervorstechen kann. Absolut. Game Jams sind wirklich super und würde ich jedem ans Herz legen, das da so viel wie möglich mal mitzunehmen.
einmal um Spiele auszuprobieren, aber auch um auszuprobieren, wie das ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Leuten zusammen ein Spiel zu machen, weil das ist auch nochmal eine ganz anderer Schnack, als alleine zu sitzen. Ja. So, jetzt schauen wir doch mal wieder rein, wie es dir so geht, Chris und deiner Truppe. Also, ich sehe mal kurz, du hast... Fass mal zusammen in deinen eigenen fass Worten. Fass mal zusammen, was ich zumindest sag sehe. Mal. Du hast auf alle Fälle ein neues Mitglied hier akquirieren können. Gundula. Ja, die Gundula. Die sehr Gundula, gut. Ja, die ist, wie du hier sehen kannst, Empathie ist sehr, sehr hoch und das hilft mir jetzt auch gerade in manchen Aktionen, aber ich... steckt da so ein bisschen fest. Ich weiß nicht, okay, ob Jörg jetzt nebenbei geschaut hat. Ist es der richtige Weg oder verrenne ich mich da in irgendeine Gut, Richtung? Gut, dass wir den Entwickler hier dabei haben. Ja. Gibt es überhaupt den richtigen und den falschen Weg im Spiel? Nee, mal... eigentlich nicht. Siehst du? Also das Grundziel, wenn man so will, ist überhaupt erstmal, dass die Gruppe weiter besteht. Ne? Also sozusagen in dem Moment, in dem die Gruppe sich auflöst oder ich verhaftet werde und nicht mehr freigelassen werde, dann ist das Spiel vorbei. Und ansonsten kann ich mir selber aussuchen, was ich machen möchte. Also es gibt jetzt nochmal, was jetzt neu aufgetaucht sind diese drei Aktionen mit den Sternen drumherum. Das sind Aktionen, die wir nennen die Kapitelaktionen. Das sind so große, spektakuläre Aktionen sozusagen. Und die prägen so ein bisschen auch die Ausrichtung meiner Gruppe. Ihr erinnert euch, am Anfang des ersten Dialog gab es so die Auswahl, wo ich sagen konnte, ich möchte die Leute aufklären oder ich möchte Menschen helfen oder ich möchte die Nazis bekämpfen, wie es nur geht. Und nach diesen drei Grundrichtungen richten sich auch diese Aktionen aus und liegt an mir, wie ich von der Welt erinnert werden möchte, welche davon ich mache. Die sind aber sehr schwer zu erreichen. Also es ist nicht leicht, alle Ressourcen zu bekommen, aber die stellen so eine Art Zwischenziele dar innerhalb der einzelnen Kapitel. Hast du davon eigentlich schon eins gemacht? Nein, noch nicht. Nein. Das sieht ja auf alle Fälle, sieht man schon an den Symbolen, dass das irgendwie spektakulär ist. Ich glaube, da explodiert irgendwas, genau. Ja, wo es wehtut. Ketten gesprengt. Ja, aber da für manche Missionen bzw. Aktionen brauche ich, wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal Farbeimer gekauft, aber um Farbeimer zu kaufen, brauche ich wiederum Spenden. Da muss ich wieder halt schauen, okay, wer geht jetzt Spenden sammeln? Wer geht Gundula, jetzt weil sie so empathisch ist. Habe ich eingesetzt. Ja. Völlig erfolgreich gewesen. Sehr super. Ja, oder man kann auch hier, wie gesagt, auch Leute untertauchen lassen, damit der Verfolgungsgrad sinkt. Mhm. Man muss da irgendwie so einen Mittelweg finden. Man möchte jetzt auch nicht unbedingt eine Woche vergeuden. Ich weiß ja nicht, wann das Spiel vorbei ist. Ich könnte jetzt von Woche zu Woche springen und dann irgendwann hätte ich wahrscheinlich meine Gruppe und die haben siehst du hier an dieser Zahl an den Aktionen, die 10? Das bedeutet ja, immer, Jörg, wie viel das Rot ist, die ja, Aktion ja, noch verfügbar ist. Nee. Aber hörst du mit dir? Ich bin raus, ne? Ja, ich bin raus. Okay, ich bin leider raus. Das ist ganz genau, weil Jörg hat dir das natürlich schade, gerade jetzt. Schade, jetzt, wo er es mir gerade erklärt hat. Entwickler selbst dir Tipps gegeben hat. Haben wir noch eine Chance, Jörg wieder hörbar zu machen? Nee. Sonst erzähl ich dir das. Erzähl mir, du es mal jetzt. Jörg. So. Erzähl ja. mir kurz und dann muss ich sagen, okay. Ich Chris also die, diese Zahl an den Aktionen, die 10, die zeigt Zahlen? An, wie viele Runden die Aktion noch verfügbar ist. Okay. Das heißt, die sind jetzt noch 10 Runden verfügbar und danach ist das Kapitel zu Ende. Okay, also das bedeutet, das hilft so ein bisschen 10, bei der Planung. Genau, es sind noch 10 Runden verfügbar, also du siehst die ganzen Aktionen sind noch 10 Runden da und das hilft sozusagen bei der Planung, dass du so ein bisschen weißt, wie viele Wochen ich habe. Also ich schätze mal, nach 10 Wochen würde dann höchstwahrscheinlich das erste größere Event wohl stattfinden, oder? Nee, so lange kannst du die Aktion noch machen und dann ist das Kapitel vorbei. Und dann ist das Kapitel vorbei. Ach, dann ist das Kapitel vorbei, okay. Und in dem Kapitel wird dann entschieden, ob ich dann das zweite Kapitel betreten darf, oder wird er gesagt... Sozusagen, ja, wobei du... Jörg sagt sozusagen. Es gibt keine Ausscheidungsbedingungen. Also es gibt sozusagen, du kommst immer ins zweite Kapitel, es sei denn, die Gruppe löst sich auf. Genau. Aber es ist natürlich...
ist natürlich cool, wenn du so eine große Aktion geschafft hast. So. Also es wird sowieso das zweite sozusagen das zweite Kapitel starten, weil das ist sozusagen nicht der Point, der Turning Point, wo das Spiel irgendwie sich verzweigt und endet und aufhört, sondern es hört ja sozusagen auf, wenn du es einfach, wenn deine Gruppe einfach zerbricht. Ah, okay. Wenn die Moral quasi am Boden ist und alle sagen, dass das wir können nicht mehr. Aber Jörg sagt zu Recht, so eine große Aktion, ja, macht ja auch Spaß. Ich habe noch mal eine Frage aus dem Chat für dich, Jörg. Was können wir denn, während du gerne hier eine große Aktion starten darfst? Ja, dazu muss ich erstmal gut finden. Was können wir denn heute von dem Spiel lernen? Ich nehme an, für die heutige Zeit. Oder daraus lernen. Also das eine ist sicher, dass dass man manchmal vielleicht auch die weltanschaulichen Differenzen überwinden kann, wenn man etwas identifiziert, was eine echte Bedrohung darstellt für die Gesellschaft. Also ich denke halt, was man aus dem Spiel oder aus dieser Geschichte auch mitnehmen kann, ist, dass es auch einen Punkt gibt, an dem es zu spät ist. Weil letztendlich unsere Widerstandsgruppen hier im Spiel und auch die in der Realität damals, die kamen ja zu spät. Die konnten nichts mehr machen. Da war es schon vorbei. Und für uns heißt das, wir müssen früher handeln. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Und manchmal kann das heißen, dass wir vielleicht auch Verbündete identifizieren, wo wir sie jetzt mal nicht vermuten, weil wir die Linie dessen, was irgendwie menschlich ist und was noch innerhalb des okayen Spektrums ist, ziehen müssen. So. Ja. Wenn das Sinn ergibt. Aber das war so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe persönlich. Ja, das ist auf alle Fälle, man denkt da sofort immer an die oft zitierten Bubbles, ne, an denen man sich bewegt. Ja. Also, dass man sozusagen ja Unterstützer zwar irgendwie vermeintlich dann immer so bei denen vermutet, die einem so nahestehen, aber tatsächlich irgendwie dann so der Diskurs leidet, ne? Und irgendwie man vielleicht andere Stimmen irgendwie schnell wegsortiert oder sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass man eben doch die gleichen Werte teilt, wenn das alles irgendwie so wegsortiert wird. Eine weitere Frage aus dem Chat ist, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Kannst du dir vorstellen, noch weitere Spiele zu programmieren? Was plant ihr denn da? Ja, na klar. Wir arbeiten im Moment an einem Spiel, das heißt Septembertal. Da spielt man jemanden, der nach dem Ersten Weltkrieg in ein Dorf in Pommern kommt und da einen runtergewirtschafteten Hof übernimmt und in diesem Dorf klarkommen muss. Und das fanden wir so eine ganz spannende Geschichte auch wieder, weil es damals ganz ähnliche Probleme gab wie heute. Also das war auch so eine Zeit, wo das Land abgehängt war, wo es in der Stadt Entwicklung gab, also zum Beispiel ne, Demokratie ist eben gerade entstanden und auf dem Land fühlten sich die Leute oft abgehängt, das war, die Infrastruktur brach weg und die Leute waren zum Beispiel gar nicht so überzeugt, notwendigerweise, dass Demokratie jetzt gerade das ist, was ihnen jetzt am meisten helfen wird. Yeah. Und das Ganze ist aber so eingebettet in ein deutlich bunteres Spiel, also so ein bisschen wie Stardew Valley, wenn das jemand kennt. Also man pflanzt so Pflanzen an und Gemüse und so, das ist alles ganz nett, aber es hat eben wieder so einen politischen, historischen Kontext. Das wird euer Steckenpferd, würde ich jetzt mal... Ja, deswegen haben wir uns gegründet. Also das ist so die Spiel. Also ich möchte nicht ausschließen, dass wir nicht irgendwann auch mal wieder was ganz Leichtes machen, aber es ist irgendwie schon das, worauf wir Bock haben. Ja, sehr schön. So, jetzt gucken wir checken nochmal bei Chris ein.
Wir haben mittlerweile April 33. Genau. Und, also jemand ist wieder bei mir im Gefängnis gelandet. Oha. Aber ich bei einer großen Aktion. Ja, bei einer großen Aktion. Ja, das birgt eben auch Risiken mit sich. Aber ich fürchte, wir sozusagen, ja, das ist wahrscheinlich klar, wir können das gar nicht zu Ende spielen, das Spiel. Nee. Und jetzt ist sozusagen hier der große Cliffhanger. Hier wird wieder jemand verhaftet. Tja, ob du den da rausboxen kannst oder nicht, das wird jetzt leider eine offene Frage bleiben. Also insofern, ja, ist doch, haben wir uns gar nicht so schlecht geschlagen. Vielleicht nochmal ein letztes Wort an dich, Jörg. Was sagst du? Wir haben ja schon gesagt, hier gibt es gar kein richtig oder falsch und vor allen Dingen scheitern, dass man es wahrscheinlich nur wenige bis zum Kriegsende schaffen, ne? Mit der Gruppe durchzuhalten, das ist wahrscheinlich eine der schwersten Aufgaben. Ja. Ja, genau. Also wir haben versucht, das Spiel so zu gestalten, dass es in dem Sinne kein Verlieren wirklich gibt. Also es kann natürlich sein, dass die Gruppe sich auflöst oder dass oder Schlimmeres, nur dass jemand verhaftet wird oder stirbt oder so, aber es gibt dann immer einen Abschluss. Also das Spiel generiert dann immer einen Epilog, je nachdem, wie weit ich gekommen bin, je nachdem, wer in meiner Gruppe war, je nachdem, was ich gemacht habe. Und wir versuchen das Gefühl zu vermitteln, dass man eine eigene Widerstandsgeschichte jetzt gerade kreiert hat durch sein Spielen und dass diese Geschichte jetzt vorbei ist und dass ich dann nochmal spielen kann und eine andere Widerstandsgeschichte kreiere. Mhm. Weil die Figuren auch wieder neue sind, die werden prozedural generiert, das heißt, sie sind immer anders. Mhm. Und ich dann eben eine doch in großen Teilen andere Widerstandsgeschichte sozusagen schreibe. Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Dann sozusagen ist hier der Break oder der Cliffhanger zum Spiel. Vielen Dank dir, Chris, für dein danke, Spiel. Danke, Ina, danke, Jörg. Genau, und vielen Dank an dich, Jörg. Es war ein wunderbares Gespräch und vielen Dank an unsere Zuschauer da draußen. Und ich hoffe, ihr seid natürlich morgen wieder dabei, wenn wir unser letztes Let's Play veranstalten, mit dem wir hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr zur Aufklärung beitragen, zu den Herausforderungen unserer Zeit. Und zwar heißt das Spiel Fake It to Make It. Also es geht um Fake News Erstellung und ja, auch das brandaktuelles Thema. Ja, vielen herzlichen Dank an unsere Gastgeber, an die Kass und bis morgen. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss, Jörg.